Servus, Freunde, wir sind hier im Sportladen von Ihime, haben im letzten Part diese Stadt ein bisschen erkundet und haben Informationen über... Ich wollte gerade bei Ziel suchen, was ist unser Ziel? Da steht's aber nicht. Informationen über die Royal Academy Redux suchen und so. Und haben gehört, dass es hier einen Jungen geben soll, der Sohn des Besitzers, wie es ausschaut, der auch entführt wurde von gewissen... Verrückten. Und ja, deswegen sind wir hier. Fragen einfach mal einen Jungen aus, der völlig verstört ist, was er da gesehen hat, als er entführt wurde. Aber das ist uns egal. Oder sagst du was? Nee. So, du bist doch der Spasti-Manager. Was? Du bist gekommen, um mit Oswald zu sprechen? Oswald ist mein Sohn, aber er ist jetzt nicht in der Verfassung, um mit euch zu reden. Wisst ihr... Wenn ich gewusst hätte, dass das passiert, ich hätte ihn niemals erlaubt, Fußball zu spielen. Na, was kann denn da, da? Was ist das für ein Schwachsinn, was du da redest? Nur weil es verrückte Leute gibt, ne? Kann man gleich sagen. Na, ich hätte ihn niemals erlauben sollen, zu atmen oder aus dem Haus zu gehen. Nee. Das ist der gleiche Schwachsinn. Naja. Aber... Wessen Fußballschuhe sind das? Ey, die stinken ja fürchterlich. Ja, vielleicht sollte er ein Fußbad nehmen. Das sind Oswalds Schuhe. Er hat in ihnen jeden Tag gespielt. Achso, in ihnen, in den Schuhen. Dann wurde er entführt. Aha, Oswald hat viel Fußball gespielt, oder? Ja, von alleine stinken es nicht so. Wenn ich sie so stehen sehe, dann weiß ich, dass er ein guter Spieler werden wollte. Du! Wie kann man diesen Traum nur zerstören wollen? Dafür wird der Dark Büschner. Er scheint keine schlechten Jungs zu sein. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass ihr es schaffen könnt, dass Oswald wieder der Alte wird. Seit dem Vorfall ist Oswald kaum noch ansprechbar. Letzte Zeit geht er oft zum Fluss und starrt stundenlang ins Wasser. Dann was er? Er redet niemals darüber, was sie mit ihm während der Entführung gemacht haben. Nehmt seine Fußballschuhe. Vielleicht öffnet er sich ja, wenn ihr sie ihm zeigt. So. No. No. Aber das ist immer diese Welt hier. Obwohl, hier sind ja eigentlich auch in Aliens am Spiel, ne? Am Spiel. Im Spiel, nicht am Spiel. Also kann man jetzt nicht wirklich irgendwie die Polizei sagen, hey, warum macht ihr nichts, ne? Naja. Dankeschön. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden mit Oswald reden. Wenn es euch gelingt, Oswalds Lächeln wieder zurückzubringen, dann werde ich auch mal versuchen, mit ihm Fußball zu spielen. Das sollten Sie tun. Ich bin mir sicher, dass es Ihnen gefallen würde. Stimmt, die Menschen sollten alles tun, um dafür zu sorgen, dass ihre Familienmitglieder keine Fehler machen. Selbst wenn man dabei seine eigene Gesundheit riskiert. Deswegen werde ich... Trainerin, haben Sie etwas gesagt? Ja, wir kriegen jetzt ein bisschen mehr Informationen über Sie, ne? Nein, nichts. Also, ihr habt's gehört, Oswald ist wahrscheinlich beim Fluss. Auf geht's, suchen wir ihn. Okay. Wir wissen ja, wer er wahrscheinlich sein wird. Ja, man kann sich's denken, wenn er wirklich der Spasti ist. Der Spasti. Aber, ne, vielleicht, da ist er hier. Also hast du da nicht reingepinkelt und hast auch kein Fußbad genommen. Okay. Hallo. Hey, bist du Oswald? Also, es gibt da etwas, was ich dich fragen möchte. Ist das in Ordnung? Wir sind Spieler der Raimon Junior High Fußballclubs Dings. Fußball? Ihr seid hier, um mich wieder mitzunehmen, oder? Lasst mich in Ruhe. Warte mal kurz, wir haben nichts mit diesen Fieslingen zu tun. Schau, diese Schuhe hat uns dein Vater gegeben. Zeigt die Nostalgiestollen. Die Nostalgiestollen. Hat mein Vater euch die Schuhe gegeben? Genau, dein Vater macht sich Sorgen um dich. Mach dir keinen Kopf, wir lassen es nicht zu, dass die Entführer weiterhin machen, was sie wollen.
Echt? Was seid ihr denn für Leute? Wir sind Supermark und so. Zielperson geortet, habe er sich Kontakt. Was? Oh, nicht schon wieder der. Flüchtling in Sektor D24 gesichtet. Hä? Sie wollen mich abholen. Alter. Hey, jetzt macht's halt was und steht nicht so blöd da. Das ist keine Bedeutung für uns. Aber was du gestohlen hast, wirst du uns zurückgeben. Was du gestohlen hast? Wovon reden die denn? Aufhören! Kommt ihnen nicht zu nahe! Aber was macht ihr da? Jetzt lasst endlich mal die Kinder in Ruhe! Das gibt's doch nicht! Was denkt ihr, wer seid? An eurer Stelle würde ich uns nicht in die Quere kommen. Wäre ich jetzt vor dir, hätte ich dir mal so einen richtigen Tritt in die Eier gegeben. Obwohl, haben die Eier die Aliens? Irgendwas hätte ich gemacht. Das sind bestimmt die Männer, die Kinder aus der Stadt entführen. Wir sollten sie aufhalten. Ihr besteht also darauf, uns weiter auf die Nerven zu gehen. Also gut, dann kümmern wir uns erst um euch. Okay. Wir zeigen keine Gnade. Tja. Ich fürchte mich nicht vor euch, weil ihr seid Lappen. Das seid ihr. So, Erin, zeig mal, was du... Nee. Oder? Nee. Ja, komm. Schieß. Jetzt schieß mal rein mit Dunkeltornado. Was ist ein Dunkeltornado? Gar nicht recycelt eine Technik, ne? Aber das geht jetzt rein, ne? Was wollt ihr denn machen? Also wirklich. Da verstehe ich dann keine Gnade, wenn es um Kinder geht. Wenn man die schlecht behandelt, ne? Das kann man jetzt eigentlich nicht mehr schlecht behandeln nennen. Das ist einfach nur misshandeln. Vergewaltigen tun die sie sicher oder so. Ja, wahrscheinlich nicht, aber nee, das geht einfach nicht. Wir haben verloren. Wer um alles in der Welt seid ihr? Wir sind das Reimann-Team. Reimann, ich verstehe. Ihr seid also die Berühmten. Einheit, zurück! Zurück! Wir müssen sofort ein Gebiet benachrichten. Halt die Klappe, ey. Geht's dir gut? Dankeschön. Seid ihr wirklich die Reimann-Elf, die Football von dir gewonnen hat? Das stimmt. Genau die sind wir. Du warst doch noch kein Teil der Mannschaft, als wir das Turnier gewannen. Du probierst auch immer wieder andere hereinzulegen, ne? Ich wusste es. Ihr Jungs wisst genau, wie man Fußball spielt. Wenn ich groß bin, möchte ich genauso sein wie ihr. Danke, das ist sehr nett von dir. Alles ist gut, Buddy, ne? Es gibt leider Abschaum da draußen. Aber wir kümmern uns schon um dich. Ihr wollt mehr über meine Entführer von der Royal Academy mit Axe fahren, stimmt's? Genau, was kannst du uns über sie erzählen? Da war ein Seeungeheuer. Was, ein Seeungeheuer? Ich habe beim Hafen im Nordosten der Stadt gespielt, als sich ein riesiger schwarzer Umriss aus dem Wasser erhob. Ich wurde schwarz vor Augen und als ich wieder aufwachte, war ich von unbekannten Gesichtern umgeben. Das muss die Royal Academy Redux gewesen sein. Warum ist das ein Leerzeichen? Erinnerst du dich noch, wo das war? Leider nicht, aber alles war so dunkel. Und dann hat eine seltsame Person mich dazu aufgefordert, mir etwas um den Hals zu legen. Alter, was ist denn hier los? Mich würde nicht wundern, wenn die geraped wurden. Da kenne ich dann wirklich keine Gnade. Da würde ich dann sagen, Gewalt ist auch eine Lösung gegen so welche Psychopathen. Einfach mal so richtig ein paar Tritte in die Eier. Sowas verdienen die dann. Ich bin zwar kein Fan und kein Befürworter von Gewalt, aber wenn ich dann sowas höre, dann kann ich schon mal nachdenken darüber. Ja, weil die verstehen das. Ja, am besten ist sie einfach in die Klapse zu stellen. Das ist das Beste, weil dort weiß man, wie man wahrscheinlich mit solchen Leuten umgehen soll. Der Gewalt wird da auch keine Lösung sein, aber. Das macht mir schon irgendwie wütend. Irgendwie.
Klingt nach einer Art Halskette. Halskette. Aber warum wurdest du gezwungen, so etwas zu tragen? Keine Ahnung, aber sie sagten, sie würden mir irgendwelche besonderen Kräfte geben. Ich hatte zu viel Angst, sie zu tragen, also habe ich sie versteckt. Als sie dir befahlen, dass du zurückgeben sollst, was du gestohlen hast, haben sie damit die Halskette gemeint, oder? Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich einen Blick darauf werfe? Das ist... Trainerin, wissen Sie, was das ist? Ich kann es nicht fassen, dass Sie dieses Teil an einem unschuldigen Kind angewendet haben. Oswald, wäre es in Ordnung, wenn ich Sie eine Weile lang behalte? Ich würde gerne ein paar Dinge überprüfen. Selbstverständlich. Wenn ich Sie behalte, dann werden die Bösewichte mich nur weiterhin verfolgen. Okay. Alles rätselhaft hier. Aber wie hast du es ganz alleine geschafft, den Seeungeheuer zu entkommen und wieder nach Hause zu gelangen? Oh, ein unheimlich aussehender Mann hat mir geholfen. Ich wollte schon sagen, ein unheimlich gut aussehender Mann. Er war ein wenig schroff, aber irgendwie auch nett. Er sagte, er würde seine Ermittlungen fortführen. Ach, es war Mr. Ein unheimlich aussehender, schroffer Mann. Wer könnte das sein? Du stehst auch auf der Leitung, oder? Wenn er versucht, etwas über Redux herauszufinden, ist er wahrscheinlich auf unserer Seite. Mark, wir sollten uns aufmachen, um den Hafen zu untersuchen. Wir müssen herausfinden, ob der schwarze Umriss, den Oswald gesehen hat, etwas mit der Royal Academy Redux zu tun hat. Du hast recht. Mal schauen, was wir herausfinden können. Ja, schauen wir mal. Das würde mich jetzt auch brennend interessieren. Ah, ich brenne auf ins Wasser und so. Naja. Naja, dann gehen wir einfach mal. Wir haben hier eh alles erkundet. Und dann schauen wir mal, oder? Untersuche den Hafen. Heißt das, wir können jetzt zum Hafen hier Karte? Ja, wahrscheinlich. Yes. So, warum fängt es eigentlich immer in der Innenstadt an? Naja, mir egal. Hafen! So, was wird denn hier gespielt? Stille. Royal Academy, okay. Sharp, was denkst du? Da müssen wir wohl reingehen. Oh ja. Und eine eher geremixte Version, ne, von der Royal Academy Musik. Okay. Also das muss der Hafen sein, an dem Oswald das Seeungeheuer gesehen hat. Was macht er eigentlich da? Ist ja voll abgelegen. Ja. Irgendwie ist es hier zu ruhig. Und diese ganzen Krähen, mir läuft's eiskalt den Rücken runter. Ich kann nichts Ungewöhnliches erkennen, aber... Lasst uns mal da drüben nachschauen. Dort Aho! Psst, sei leise. Was ist hier los? Warum schnaufst du so? Ach so, hey, was ist noch? Hey, das ist doch... Hellman. Was machen Sie denn hier? Jungs, was habt ihr euch dabei gedacht, so hier rumzugeistern? Das ist zu leichtsinnig. Schaut euch hier mal das an. Und so. Wie haben wir die nicht erkannt? Naja. Das meint eben Hillman mit nicht so leichtsinnig. Dieser ganze Ort ist mit Alias-Agenten überlaufen. Das war knapp. Wir wären ihnen direkt in die Arme gelaufen. Die Anwesenheit der vielen Agenten dürfte bedeuten, dass die Royal Academy Redux in der Nähe des Hafens sein sollte. Das dachte ich auch, aber ich bin durch die ganze Hafenanlage gestreift und mir ist nichts aufgefallen. Ich habe einem Jungen geholfen, Redux zu entkommen, aber selbst er konnte mir nichts über seinen Aufenthaltsort sagen. Okay, dann war es nicht Dingsbums, ne? Also war der unheimliche Mann, der in Oswald... Ich kann nicht mehr lesen. Das hätten wir auch an der Beschreibung erkennen können. Yes. Du bist unheimlich. Pff.
So wie ich Doug kenne, plant er das ganze Ding wohl schon länger. Es ist sogar möglich, dass Doug das Ganze schon plante, bevor er verhaftet wurde. Wenn ich richtig liege, dann ist er der einzig mögliche Ort, an dem wir Informationen finden können, im Wasser drinnen. Oder so. In der Royal Academy? Genau. Oder da. Ja, weil man kann... Das Seeungeheuer könnte hier ein riesen U-Boot oder Unterwasserfestung sein oder sowas. Könnte ja sein, ne? Herr Smith sollte den Ort nach Spuren untersucht haben, als Doug verhaftet wurde, aber so wie ich Doug kenne, hat er bestimmt bewerkstelligt, alles Wichtige vor uns zu verstecken. Mark, ich bleibe hier und suche noch ein wenig hier nach Hinweisen. Jungs, ich möchte, dass ihr in der Royal Academy nach weiteren Informationen über Redux sucht. In der Royal Academy. Sharp, ist alles klar bei dir? Wenn du nicht willst, dann musst du auch nicht mitkommen. Nein, mir geht's gut. Lasst uns gehen. Royal Academy. Ich habe keine Ahnung, was mit ihnen passiert ist, seitdem ich zu Raimon gewechselt bin. Vielleicht hassen sie mich jetzt alle. Oh. Nein, das wäre... Nein. Nee. Die wissen ja, die verstehen sich ja auch, warum du diesen Entschluss gefasst hast, ne? Aber... Ja, eigentlich jetzt immer noch, ne? Er wollte ja White Dark besiegen, beziehungsweise die Zeus. Deswegen hat er sich uns angeschlossen. Und so gesehen wollte er ja auch sein Team rächen, ne? Und jetzt ist er noch bei uns, weil er zum einen ein Teammitglied wurde, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Aber er ist jetzt da, weil er helfen muss, ne? Der ist ein guter Spieler. Hat mich da eine Mücke gestochen? Naja, aber schauen wir mal da oben weiter. Vielleicht ist da ja was, ne? Was wird hier gespielt? Schnelligkeit. Dann komm schon. Erwig. Schnell, zeig, wie schnell du bist, mein Junge. Renn um dein Leben! Was soll das? Okay. Was soll ich damit anfangen jetzt? Naja, da heißt es. Ja, da könntest du zur Royal Academy gehen, um zu schauen, ob irgendwas. Okay, kein Stress, Alter. Kein Stress, dann... Jetzt ist schon wieder so eine blöde Zeit. So eine Zeit, wo man denken kann, soll ich jetzt aufhören? Aber ein bisschen noch gut, vielleicht ein paar Minuten. Aber wenn ich jetzt zur Royal Academy gehe, dann könnte eine Cutscene kommen oder irgendwie was Längeres. Und dann ist irgendwie doof. Obwohl, eigentlich gehen wir jetzt einfach mal nach Tiokio und Royal Academy. So. Dieses fette Auto hier. So, ist hier irgendwas? Royal Academy. Halt, dies ist die Royal Academy. Durchgang verboten. Entschuldigung, aber könntet ihr den Fußballclub ausrichten, dass Choo Chup draußen wartet? Choo Chup? Es tut uns leid, dass wir dich aufgehalten haben. Komm herein. Da siehst du, die sind nicht wütend auf dich, ne? Oder es ist halt ein Trick. Wow, Sharp, ich wünschte, mein Name hätte so viel Gewicht. Lasst uns gehen. Vielleicht ist das ja auch... Na, dürfen wir ja nicht vergessen. Das könnte eine Falle sein. Es scheint, als würde unser Fußballclub eine Art Ermittlung durchführen. Ich habe außerdem gehört, dass Sanford und King nach Ehime gegangen sind. Ich frage mich, was da vor sich geht. Okay. Klingt jetzt nicht so, dass die irgendwas planen mit uns. Sharp, wieso bist du gerade jetzt wiedergekommen? Ist auch egal. Da entlang geht es zum Fußballclub. Bitte nach dir. Nach? Was? Nach? Bitte nach dir. Was? Naja, egal. So. Ohne dich ist die Royal Academy von ihrem Weg abgekommen, Sharp. Bist du dir sicher, dass du nicht zurückkommen willst? Oh. Ja, sowas muss er sich jetzt auch anhören. Aber denkt jetzt auch mal nach. Royal Academy Fützis, ne? Sharp muss jetzt uns begleiten. Auf dieser Reise. Vielleicht ja dann später, wenn wir die Aliens besiegt haben und so. Aber jetzt muss er uns helfen, ne? So. Jude? Ist das nicht Jude Sharp? Er hat die Raimon-Elf im Schlepptau. Was hat hier einer verloren in der Royal Academy gegangen hat?
Fort! Okay. Blom, Dwarf Master! Lange nicht gesehen, weswegen bist du hier? Es gibt etwas, was ich euch fragen muss. Es geht um die Royal Academy Redux. Hat Dark irgendwelche Hinweise hier zurückgelassen? Jede noch so kleine Sache könnte wichtig sein. Ich wusste, dass du das fragst. Du... das wusstest du? Es tut mir leid. Dark hat anscheinend alle Notizen mitgenommen, als er von hier verschwand. Wir haben Gerüchte über die Wild Academy Redux gehört. Deswegen wollten wir mehr herausfinden, aber... dann haben wir den Kontakt mit Sanford und King verloren. Sie haben mir eine Hime recherchiert. Was? Warum hast du mir das nicht früher gesagt? Du kennst doch Ray Dark. Wenn er sie gefangen hält, dann kann man schwer voraussehen, was er mit ihnen vorhat. Nur die Ruhe, Sharp. Sie wollten dich bestimmt nur nicht beunruhigen. Entschuldige, wir hätten es gleich sagen sollen. Nein, ich entschuldige mich dafür, dass ich die Fassung kurz verloren habe. Ich hätte an euch Jungs denken sollen. Hey, Sharp, was hast du hier verloren? Wer das ist, das werden wir dann im nächsten Part erfahren. Wahrscheinlich irgendein Spasti, der voll wütend auf Sharp ist und ihn jetzt vermöbeln möchte. Das denke ich mir jetzt. Ja, aber wir werden es dann im nächsten Part morgen erfahren, ne?